So, hallo, liebe SWN-Freunde, liebe Zuschauer von SWN-TV. Also, heute melde ich mich wieder mal bei euch. Und es ist ja nach Ostern jetzt, also der Mittwoch nach Ostern. Und gerade habe ich also gelesen, dass Söder will verlängern bis 3. Mai, dass also die Ausgangssperre und die Geschäfte und so weiter zubleiben bis zum 3. Mai. Also, wunderschön. Also, wir waren jetzt mal einkaufen, da wollte ich euch mal erzählen, wie geht es allerweil mit Einkaufen in Corona-Zeiten zu. Also mein Eindruck war, Klopapier gibt es immer noch nicht. Wir waren also bei der Rewe und Heckenweg und bei der Rewe gibt es also kein Klopapier. Niente, schon letzte Woche nicht, diese Woche auch. Niente, den Laden brauchst du bald nichts mehr aufzusuchen, da hat ja nie Klopapier, gell? Dann sind wir zum Aldi, ein Stückchen weiter Heckenweg, Aldi aufgeschossen und niente, auch kein Klopapier. Anscheinend sind die am Heckenweg da oben dauernd auf der Toiletten, weil die da kein Toilettenpapier aufbrauchen. Ne? Also kein Klopapier bei der Rewe Heckenweg und beim Aldi Heckenweg. Ich habe den Verkaufsleiter dann auch gesprochen und gesagt, ja, die was herstellen, die bringen es nicht bei. Ne, er bestellt, aber das kommt halt nicht bei. Was ist mir noch aufgefallen beim Einkaufen? Also mir ist noch aufgefallen beim Einkaufen, dass also 2/3 der Menschen in dem Läden, weder in der Rewe, noch im Aldi, wir sind dann nochmal zum Lidl, oder im Lidl war es noch schlechter, 2/3 der Menschen keine Masken getragen haben. Wenn man also jetzt die Umfragen hört, und da schreien sie alle, hört bloß nicht so bald auf, hört nicht so bald auf, die Beschränkungen und so weiter, lasst sie laufen, wir haben Angst, dass wir Corona kriegen. Und dann laufen die Arschlöcher im Rewe rum ohne Maske. Hä? Da fehlen doch die Worte. Wegen solcher Deppen müssen wir es noch länger machen. Ach, ich mache mich gar nicht mehr aufrecht. Und dann sind sie ja nicht bloß die Jungen. Bei den Jungen könnte ich ja noch verstehen. Die sagen immer, leck mich doch am Arsch. Ich bin der Jung, Gott, ohne Griff die Jungen sowieso nicht. Nur die Alten, ne, der hier Gedankenweise, könnte mir ja noch nachvollziehen. Aber es sind ja die alten Kracher, die keine Masken aufsetzen. Ne? Die alten Kracher, die gar noch dahin kraxeln im Aldi. Die haben keine Masken auf. Denn dahinter sieht das ein Scheißdreck. Hä? Mann Gottes, du! Sollen sie doch ihre Masken aufsetzen? Mensch, gibt doch allerweile Apotheken und überall gibt es auch Masken. Das stimmt nämlich gar nicht, dass es keine Masken gibt. Bei Amazon kannst du Masken kaufen ohne Ende. Selbst bei Facebook gibt es Maskenangebote. Es gibt Masken. Es dauert manchmal ein paar Tage, bis sie kommen, aber sie kommen. Also wenn jemand anders sagt, es gibt keine Masken, das stimmt einfach. Im Moment stimmt es nicht mehr. Die werden schon produziert. Auch gibt es einen Haufen kleine Schneidereien. Hier in Schweinfurt, die auch Masken produzieren, wohl teuer, mag vielleicht für den einen oder anderen zu teuer sein, 12 Euro für eine Maske auszugeben oder was, für so gestrickte da, genähte, ne? Aber es sind halt individuelle Masken, und, aber sie gibt es. Ne? Und es gibt keine Ausrede, wenn man sagt heute, man kann keine Masken aufsetzen. Ich will nicht wegen euch Arschlöcher bis Weihnachten in Quarantäne hocken. Ja, Quarantäne ist es ja nicht, aber eine Umgangsbeschränkung. Na, also ich mach mich gar nicht aufregen. Na, Leute, ihr wisst ja gar nicht, was das bedeutet. Setzt doch eure scheiß Masken auf. Na, ihr schützt doch andere. Und wenn ihr FFP2 oder FFP3 habt, dann schützt ihr euch ja selber auch noch. Ne? Und ich verstehe es nicht. Ne? Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß sowieso nicht, wie das weitergeht so mit den ganzen Corona, mit diesen Beschränkungen, ne? Auch im Einzelhandel. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, die machen jetzt, die Kneipen so langsam wie in Österreich, so langsam auf. Dann dürfen in der Kneipe, wo 100 Leute sonst reingepasst haben, dürfen vielleicht noch 40 rein. Oder 30. Weil sie ja die Tisch auseinanderstellen müssen. Und an jedem Tisch dürfen ja nur noch ein paar Leute sitzen. Oder müssen sie Trennwände stellen oder irgendwas in der Richtung. Also kann der Wirt also nur noch, was er früher 100 Leute Umsatz gemacht hat am Sonntag, ich nehme jetzt mal eine große Kneipe, gibt ja Kneipen, die sind noch kleiner, der für 100 Leute Umsatz gemacht hat, der macht dann bloß noch die Hälfte Umsatz. Na? Was kommt da auf uns zu? Eine riesige Preiserhöhung, ne? Weil der Schnitzel, was der brät, das wird halt mehr kosten, weil seine Kneipe muss ja unterhalten werden, unser Leute und sein Zeug und alles drum und dran. Ja. Also können wir uns mit einer riesen Preiserhöhung freuen.
Und die Rente, die fällt wieder 2% aus. Ne? Ich denke an Deutschland, in der Nacht bin ich unter den Schlaf gebracht. Ich, echt, manchmal fehlen mir die Worte, ne? Wie hirnlos manche Beschränkungen gemacht werden. Also ich sehe es vollkommen ein, wenn ich einkaufen gehe oder in irgendwelchen Sachen hingehen muss, wo viele Menschen sind, wo sich alle treffen, ne? Da gehören Masken aufgesetzt. Leute gehören Masken aufgesetzt. Mir gefällt es auch nicht. Und ich kriege kaum Luft in der Scheißdrecksmasken. Aber ich setze auf. Ne? Einfach, weil ich ein gutes Vorbild sein will. Ne? Da steht die Renate beim Rewe an der Kasse. Da sind so Striche am Boden gemalt. Alle innerhalb Meter oder 2 Meter so Strich. Und hat sie ja Masken. Renate natürlich schon Masken auf. Ne? Hat die Masken auf. Und hinter an der Kasse kein Arsch oder Masken auf. Kein einziger Arsch. Wir waren die Einzigen mit solchen Masken auf, ne, wie Weltraumfahrer. Ne. Aber, und hinter uns, wie gesagt, kein Arsch. Ne. Und da kommt so ein altes Männle, der war bestimmt schon 80 Jahre alt. Aber noch rüstig, ne. Da kann ich mir vorstellen, dass der noch ein Großbecken aufläuft. Ne. Und was macht er? Ich denke, was macht er jetzt? Kommt immer näher. Dann stellt er sich direkt neben der Renate hin, ne, und will ja noch alle haben, ne. Ja, leg mir mal, ich habe gesagt, guck mal auf den Boden, da sind wir Strich. Da hat er mich blöd angeguckt, habe gesagt, geh auf den Strich. Da hat er zurückgelaufen, hat er erst kopiert, was überhaupt los ist. Ne? Mein Gott, nee, du. Also, sind die alle Gehirn amputiert? Na, da sollen sich halt an die Regeln wegen halt. Da schreien sie immer rum, ne? In Deutschland haben sie alle an die Regeln gehalten. Ostern war so schön, haben sie alle an die Regeln gehalten. Ne? Alle. Ne? Ein Scheißdreck. Die verziehen sich in der Gärten hinten ein und feiern die großen Partys. Mit Grillen allen drum und dran. Da vorne rum nicht, ne? Und klar, Zuckerbrot und Peitsche, man muss das Volk auch loben, ne? Ihr seid ja so brav, wie die kleinen Kinder, ne? Wenn sie einen Schrank auch gemalt haben und die Mutter kommt und sagt, ach Gott, ist das Bild aber auch schön geworden, ne? Ach Gott, ist das schön gemalt, ne? So ähnlich kommt man das jetzt im Moment vor, ne? Man will halt das Volk ein wenig beruhigen und dass das Volk also willig ist, da mitzumachen. Ne? Und man sieht ja, hat ja einen Haufen Zuspruch auch. Ne? Die Beschränkungen haben ja einen Haufen Zuspruch. Aber wenn 1000 Grundgesetze gebrochen werden, ne? Versammlungsfreiheit und was Gott was alles, ne? Da sperren sie Leute, 5 Leute, weil sie mit Plakaten stehen, weil sie gegen irgendwas demonstrieren. Halten Abstand, haben Masken auf, aber ist eine Demo. Ne? Tun sie da Strafaufbrumm. Leck mich doch am Arsch, du. Was ist denn das für eine Welt? Vor der Jahr, wo wir das Grundgesetz gefeiert haben, vor der Jahr, da wenn du gesagt hast, irgendwann, du darfst dich nichts mehr in einem Park einsetzen mit deinem Kumpel oder mit deiner Freundin oder irgendwas, oder auf der Bikebank, da hätten die alle gesagt, bist du blöd, oder? Jetzt sind sie alle, sagen sie alle, jawohl, das ist richtig. Na, heieiei. Ich bin voll dafür. Corona ist eine Scheißkrankheit. Hinterlistig. Und die kann man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Die ist sowas von hinterlistig, das Corona. Ich habe Berichte gelesen, den Menschen ist es elendig dreckig gegangen, die in Corona erkrankt waren. Und das wünscht man also wirklich niemanden, dass halt jemand Corona kriegt. Und ich bin dafür, dass man wirklich, ich halte als einziges Mittel eigentlich diese Masken, aber nicht was die billigen, sondern FFP2 oder FFP3 bräuchten, müsste eigentlich jeder Deutsche haben, ne, so Scheißmasken. Und dann müssten sie die Baumärkte wieder aufmachen. Damit der Alte wieder in den Garten gehen kann und kann wieder sein Hüdlerbau oder irgendwas machen. Ne? Damit die Beschäftigung haben. Die hocken noch einen Gantor in der Wohnung rum und regen was die Frauen auf. Ne? Die gehen doch ihren auf den Geist, wenn die Gantor daheim hocken. Hey, ne? Ist doch klar. Und dann die Familie mit Kindern, ne? die gehen alle raus. Die laufen alle draußen spazieren, laufen alle draußen rum. Ne? Die alten Gradler, ne? Kaum laufen, aber die laufen draußen rum. Wenn ich sehe, ich wohne hier am Wildpark, ich sehe sie doch, wie sie alle rumlaufen. Wohl in Zweiergruppen, manchmal in Vierergruppen. Na, Masken hat kein Arsch auf. Na, aber du kannst die Leute aber auch nicht einsperren auf Dauer. Na. Und jetzt kommen wir zum Einzelhandel. Wie soll denn das weitergehen? Leute, wie soll denn das weitergehen? Stell dir mal vor, es darf immer bloß eine bestimmte Anzahl von Menschen, in der die Einzelhändler ihr Läden reingehen. Da meinst du vielleicht, die machen noch so viel Umsatz wie früher.
können die vielleicht die Bachkäufe gar nicht mehr bezahlen für ihren blöden Laden. Da haben sie noch weniger Einnahmen, da legen sie noch weniger Waren her. Da ist es noch unattraktiver, da reinzugehen, weil sie noch weniger Angebot haben. Und da gehst du gar nicht mehr hin, ne? Weil erstens musst du sie ausstellen, weil du vielleicht gar nicht mehr reinkommst, wenn sie das durchführen wollen, dass du nur bestimmte Menschen in den Laden rein darfst. Dann musst du sie ausstellen, vielleicht musst du mal das rein darfst. Dann kommst du rein, hat er das nicht mal, was du brauchst. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, ne? Also das geht alles in Bergen. Das geht alles in Bergen. Ich bin bestimmt kein Mensch, der negativ denkt oder so. Ich denke eigentlich immer positiv, ne? Aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, es geht in Bergen, oder? Es geht down. Ne? Weil ich denke mal, 4 Wochen können die vielleicht noch überbrücken. Das ist ja wie, als wenn August mal Sommerferien gemacht werden, ne? Für den Betrieb. Das kann vielleicht jeder wegstecken. Aber wenn es länger wie 4 Wochen ist, wenn 5, 6 Wochen, 2 Monate vielleicht wird oder so, dann gibt es riesen Probleme. Und mit einer Gutscheine, Leute, es ist doch eine Blenderei. Wenn ich heute bei irgendeiner Firma einen Gutschein kaufe oder bei einem Reiseunternehmen einen Gutschein kaufe, dann helfe ich der Firma im Moment, ja, da hat sie das Geld. Und nächstes Jahr müssen sie dann die ganzen Reisen, die sie dieses Jahr Gutscheine verkauft haben, dann durchführen, aber haben das Geld ja dieses Jahr schon ausgegeben. Also das heißt, sie müssen nächstes Jahr die Leistung bringen, haben aber das Geld gar nichts mehr für die Leistung, weil sie dieses Jahr das Geld schon ausgegeben haben. Also was passiert? Dann gehen sie nächstes Jahr bankrott. Ne? Und genauso mit den Krediten. Da sind Firmen dabei, die haben vielleicht gar die Kredite so geschafft. Jetzt schaffen sie nochmal neue Kredite an. Ne? Nochmal mehr Abzahlung. Und dann? Ne? Die Einzige, die muss überleben werden, das ist VW, BMW, die großen Firmen, die überleben das. Die machen das so, als wenn sie Sommerferien gemacht hätten. Die haben wir mal zugeschlossen. Können sie innovativ in ihre Firmen mal ein bisschen arbeiten, ein wenig Homeoffice machen, mal neue Elektroauto vielleicht ein wenig zusammenbauen. Ne? Aber die Kleiner, du wirst doch nicht denken, dass so eine Pizzeria oder so, dass die, wenn die dann weniger Gäste haben, dass die dann noch existieren können. Die Pacht ist die gleiche. Die Personalkosten sind vielleicht eventuell auch dieselben. Aber die Gäste sind vielleicht bloß noch halb so viel. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ne? Und ich kann auch nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Einkaufsmärkte bin und die ganzen Arbeiterinnen, Bediensteten in diesen Einkaufsläden, hat keine Maske auf. Keine einzige. Den ganzen Tag kommen die mit den Leuten zusammen und dann gehen sie abends wieder zur Familie. Na? Wahrscheinlich soll es so sein. Ne? Also, ich reg mich auch nicht mehr auf. Also, ich mache Schluss. Da habe ich schon wieder 13 Minuten gelabert und aufgeregt. Ne? Ich denke halt immer, ich will ja die unter der Regierung auch nicht angreifen oder so. Es ist ja teils richtig, was sie machen. Aber teils ist es halt auch völlig Unfug. Völliger Nonsens. Ne? Wieso muss ein Handwerker, darf dann nicht zusammen mit seiner Kumpel auf die Arbeit fahren, wenn er aus der Rhön ist zum Beispiel. Und, oder also aus was Hintertupfi halt, aus dem Arsch der Welt, ne? Und kommt nach Schweifendreieck gefahren mit seiner Kumpel zum Arbeiten. Im Privat-PKW darf er nicht fahren, dann steigen sie in den Geschäftswagen um und fahren mit dem Geschäftswagen auf die Baustelle. Das versteht doch kein Mensch, oder? Das versteht doch kein Mensch! Na, da muss man auch mal das Gehirn einschalten. Na, wieso darf es sein, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Grenze zumacht? Wieso darf es sein, dass Schleswig-Holstein seine Grenze zumacht? Wenn ich sehe dann noch ein, wenn Leute kommen aus Baden-Württemberg und wollen ans Meer fahren, dass das nicht in Ordnung ist. Na? Aber wenn Leute zum Beispiel genau an der Grenze drüben wohnen und jetzt ein Hamburger Kennzeichen haben und dürfen nicht nach Schleswig-Holstein, aber da drüben in Holstein ist vielleicht ein Lidl schöner und die wollen dann überfahren 10 Kilometer weiter und dürfen dann nicht hinfahren. Hä? Weil sie Hamburger Kennzeichen haben, dürfen sie nicht nach Schleswig-Holstein. Oder genauso wie in McBomb oben. Das ist ja wie im Mittelalter. Und Schlagbaum zu, das habe ich letztes Mal schon gesagt in meinem Film. Das ist ja, dass sich keiner aufregt. Das ist ja gegen alle unsere demokratischen Grundsätze. Da könntest du ja nur noch kotzen.
Und ihr, wenn euch nicht dran hält, ne, so ihr habt jetzt beim Scheißen drauf. Setzt eure Masken auf.